In Italien sind die rund 60 Millionen Einwohner aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus aufgerufen worden, zu Hause zu bleiben. Die Regierung hatte am Montagabend die zuvor im Norden des Landes verhängten Sperrungen auf das ganze Land ausgedehnt. Zug- und Flugverbindungen im In- sowie ins Ausland und der öffentliche Nahverkehr sollen aber normal weiterlaufen. Es gebe keine Zeit zu verlieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Ich bleibe zu Hause. Auf italienischem Boden sollte sich so wenig wie möglich bewegt werden. Dagegen sprechen nur nachweislich berufliche oder gesundheitliche Gründe, beziehungsweise in notwendigen Fällen wie zum Beispiel Einkaufen. In diesem Zusammenhang wird eine Verfügung umgesetzt, nach der Treffen im Freien und an öffentlichen Orten untersagt werden. Die Menschen strömen in die Supermärkte, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, obwohl die Regierung ausdrücklich von Panikkäufen abgeraten hatte. In Mailand stehen die Einwohner seit einigen Tagen unter Quarantäne. Die Innenstadt ist wie leergefegt. Viele Läden haben nur eingeschränkt geöffnet. Hier sind Atemschutzmasken nur sehr schwer zu bekommen. Wenn wir uns alle an die Regeln halten, wird das Virus in ein, zwei Monaten vorüber sein. Doch zu viele Menschen tragen immer noch keine Masken. Der Vatikan hat zum Schutz vor dem Coronavirus den Petersplatz in Rom bis zum 3. April für die Öffentlichkeit gesperrt. Zuvor hatte der Kirchenstaat schon seine Museen und damit auch die Sixtinische Kapelle geschlossen.